Ja, willkommen zu meinem neuen Projekt. Da hat man initialiert, das kann ich nicht aussprechen, aber egal. Es geht weiter. Ja, das ist ein neues Projekt von mir. Nach Mario. Und das wollte ich schon immer mal mit Let's Playen. Das kenne ich noch nicht so. Aber erst bin ich mal ruhig. Ich muss echt sagen, das ist episch. Oh, dieses Opening war einfach geil. Einfach nur geil. Okay, ich starte mal. Ja, wie ihr seht, ist mein neues Projekt Avalon Code. Das kennt ihr bestimmt schon. Die einigen, paar einigen meine ich. Und ich lade heute zwei Parts hoch und will mal sehen, wie euch das gefällt. Und ich lade heute noch Pokémon hoch und alles. Aber das werdet ihr schon alles sehen. Okay. Jung oder Mädchen? Okay, sein Bild sieht geil aus. Mädchen? Okay. Nein, Junge, sieht irgendwie cool aus. Junge, jap. Okay. Okay. Und das ist unser Held. Ich spiele es blind, ich weiß nicht, was alles da kommen wird und ich hoffe, ich mache das gut, dieses Let's Play. Und rechts seht ihr, wer alles da mitgewirkt hat, aber ich gucke mir die linke Seite lieber an. Ihr vielleicht die rechte, aber das ist eure Entscheidung. Ach, ich muss auch noch was sagen, vergessen. Ja, okay, er hat dieses Teil da aufgesammelt. Ich glaube, er ist jetzt irgendwas. Keine Ahnung. Und jetzt hat er erst gemerkt, dass hinter ihm so ein Grab ist. Jetzt erst. Erst jetzt. Mann. Ich hoffe, dieses Let's Play wird gut. Okay, böse Musik. Okay. Die sehen schon böse aus.
Hier, die haben geile Waffen. Der sieht aber cool aus. Oh, dieses Let's Play wird einfach noch geil. Okay, ich glaube, er hat was entdeckt oder er guckt einfach nur die Steine. Oh, ein Buch. Mit Augen. Yeah. Ja, das. Die Reaktion habe ich erwartet. Okay. Oh nein, die sind echt böse. Oh. Die Rüstungen sehen aber geil aus. Boah, er kommt. Ich glaube, er sieht uns. Oder hat uns entdeckt. Ja. Du kriegst das heilige Buch. Yeah, die Erlösung wartet auf dich. Was? Warum stehen da unsere Daten drin? Oh Scheiße, er will gegen uns kämpfen. Buch der Prophezeiung, okay. Muahaha, böses Lachen. Niemals. So eine Lüge. Niemals. Du bist so böse. Dag, was ist das war doch niemals in dieser Rüstung drin. Du Scheiße, ich hoffe, ich hab das jetzt. Oh. Oh, was kommt denn jetzt? Rempo, okay. Oh, der ist cool. Seine Arme sehen aber voll schlimm aus, aber egal. Der freut sich wohl, dass er draußen ist. Okay, wer bist du? Okay, der ist auf unserer Seite, das ist doch mal was Gutes. Okay, wir müssen kämpfen. Okay, welches Schwert? Jetzt erzähl mir nicht, dass du nicht. Ja, ich weiß das nicht. Was soll ich machen? Ja, du musst alleine machen. Dankeschön. Jetzt kommt, glaube ich, ein Tutorial. Ja, ein Tutorial. Wenn du nicht mit einer Waffe ausrüstest, musst du sie zuerst dem Prophezeiung wählen. Okay. Also vorerst hast du nur eine. Das Schwert ist die geringste Macht des Buches. Ideal zur Übung geeignet. Genese, okay. Berühre das Schwert auf der linken Buchseite, okay, hab ich. Ja, boah, das Schwert sieht geil aus. Oh, muss ich jetzt kämpfen? Entschuldigung, soll ich angreifen? Ach, fick dich. Vielleicht muss ich mit der Maus arbeiten. Mann, wie soll ich hier angreifen? Ach so, mit C. Okay. Bam, 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 bam. Und bist du tot? Ah, du willst noch nicht. Stirb, stirb hier. Okay, komm her, du Spast. Du wolltest mich angreifen, ein wehrloses kleines Kind. Komm her, du Spasti. Ah, bam, gebasht hier. Gut, so, du hast es geschafft. Hm? Es scheint, als hätte dein Schwert jegliche Macht verloren. Was? Nun dann, kümmern wir uns später. Was ist los? Wer ich? Ich bin Rempo, einer der großen Geister im Buch der Prophezeiung. Ich bin ein mächtiger Feuergeist, der alles und jeden anzünden kann. Was glaubst du denn? Oh, boah, er will kämpfen. Du wunderst dich, was mit meinen. Ja, das frage mich auch. Das sind Ketten, die mich an das. Ach so. Oha, okay, der ist wohl gefährlich. Vertrau mir einfach, ich bin das Schlimmste da draußen.
Okay, das war ein guter. Du bist aber ehrlich, Kindchen. Übrigens, ich sollte dich wohl nicht die ganze Zeit Kindchen nennen. Wie heißt du? Okay, aber das sehen wir im nächsten Part. Tschüss.